Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed. Mit einem Riesenschiff, dem von guten Captain Cook, segeln wir jetzt dem Kampf entgegen. Und das wird richtig interessant. Was haben wir denn hier Schönes? Ein Treffer! Verdammt! Sie dürfen nicht durchkommen! Wir müssen diese Schiffe stoppen, Captain! Der Ausgang des Krieges hängt davon ab! Setz eure Mörser ein, Shay. Sie können für unseren Sieg entscheiden. Ich bin dabei. Oh, wir kriegen aber schon gut was ab hier. Einer mehr. Lassen wir erstmal was untergehen. Boah, was für ein Riesenkram ist das, den wir jetzt hier gerade steuern. Boah. Komm schon, versenken wir den. Ja, Mann. So, jetzt Mörser einsetzen. Wurde mir empfohlen. So, der ist down. So, wo haben wir noch Feinde? Hinter uns ein Verbündeter und ein Feindschiff. Vorsicht, liebe Kollegen. Das kriegen wir hin. Boah, da haben die auch noch einen richtig dicken Treffer abbekommen. Aber wir kriegen auch viel Schaden, aber wir haben natürlich einen riesen Kahn. Die haben wir gut erledigt. Mega cool. Jetzt wird's richtig heftig. Adewale. Oh mein Gott. Die Armada-Feuerstrategie. Oh Gott. Brander, falls sie durchbrechen, vernichten sie unsere Flotte. Komm, direkt drauf. Dann direkt drauf. Sollten wir das verhindern. Ich erkenne das Schiff, Sir. Es ist die Expato Credel. Adewale. Ein Schiff, das ich selber mal gesteuert habe. Andere Ziele haben. Abgemacht. Wir müssen diese Brander loswerden. Okay, die Brander erstmal. Adewale scheint uns erstmal egal zu sein. Ja, Schrei nach Freiheit, der Download-Inhalt. Einfach mal reinschauen, da spielen wir Adewale. Wo zur Hölle sind noch Brander? Segel setzen! Nutzen wir den Wind! Ich sichte keine, da vorne. Kommen immer mehr von denen. Sind auch noch weit weg. Wir müssen echt höllisch aufpassen. Die Brander können zum Problem werden, wie gesagt. Ich glaube, wir haben unendlich viel Mörser-Power. Wir sind genau in ihrem Weg. Wir müssen den Brander. Scheiße, komm schon. Wow, irgendwas hat uns getroffen. Das war gar nicht gut. Scheiße, die Brander sind ein Riesenproblem. Wir müssen die Teile echt ausschalten. Wird langsam dringend. Okay, mit dem Mörser. Ah, der hat echt nicht so eine gute Reichweite. Schiff mag ja ein toller Kahn sein, aber die Reichweite nervt wirklich ein bisschen ab. Okay. Ein letztes Mal den Mörser. Ne, ich glaube, wir nutzen lieber die Kanonen. Ich glaube, damit gehen die leichter. Hängt natürlich jetzt im blöden Winkel, aber Feuer! Ja, den hätten wir. Die Brander sind erledigt. Aber da kommt die französische Flotte noch zur Begrüßung. Noch mehr Feinde, Sir! Und weitere Brander! Es ist hoffnungslos. Vielleicht sollten wir uns zurückziehen. Krieg und Vernunft passen nicht immer zusammen, Captain. Es ist noch nicht vorbei, Männer. An die Kanonen! Es ist noch nicht vorbei. Wir sind wieder frisch am Start. Feuer! Da kommen weitere Brander. Schon mal ein Riesenproblem wieder. Boah, das wird jetzt nochmal richtig heftig. Kriegsschiff der französischen Flotte, diverse andere Schiffe. Diesmal machen wir es direkt mit dem Feuer. Und ein Mörser so um uns. Aber wir können hier nicht ausweichen. Der Kahn hier ist zu behäbig. Oh, die haben uns verfehlt. Wir sind genau nicht im Radius. An einem Minimal. Scheiße! Ah, fuck! Okay, Rückenfeuer. Alles rein, was der Kahn drin hat. Alles rein. Nochmal, kommt schon. Nochmal. Ich will mehr Power, Freunde. Der Captain spricht. Okay, nochmal Mörserfeuer. Und jetzt müssen wir ein bisschen Gas geben. Scheiße. Die haben schon wieder ein Mörservisier. Boah, das ist so übel. Wie viele sind das denn, bitteschön? Und da kommen mit Sicherheit noch mehr, oder was?
Rein, alles, was wir haben. Yeah. Boah, das ist ja eine epische Schlacht. Das ist die Royal Navy. Das war aber in letzter Minute, Captain Cormac. Das Kriegsglück wendet sich. Das war großartig, nicht wahr? Es ist noch zu früh zum Jubeln. Adewale ist da draußen. Wir werden ihn schon noch zum Tanz bitten können, Master Kenway. Kriegsschiffe, die wohl epischste Seeschlacht bisher hier im Spiel. 10 Schiffe mit Mörsern haben wir versenkt, leider doch Schaden durch die Brander genommen, aber das passiert. War auf jeden Fall richtig, richtig, richtig cool gemacht. Und ich bin gespannt, was jetzt noch ansteht. Adewale ist ja entkommen, den müssen wir noch kriegen mit der Experto Credo und bewerten natürlich auch nicht vergessen. Danke für Ihr Feedback. Kann ich nur zurückgeben an euch. Wir machen weiter. Master Kenway scheint entschlossen, Adewale zu vernichten. Ihr nicht? Er ist ein mächtiger Mann und ein Symbol der Hoffnung für die Assassinen. Seine Liquidierung würde sie im Mark erschüttern. Würde es, ich weiß. Aber es ist eine Schande. Er ist ein guter Mann, Gist. So wie der ältere Washington und Smith. Ich habe gerne mit ihm getrunken. Wardrobe auch, obwohl er nie viel vertragen hat. Er und Weeks haben sich nie verstanden, wisst ihr? Falls ihr mein Gewissen auf die Probe stellen wollt, dann ist es euch gelungen. Wir leben in Kriegszeiten, Shay. Aber für uns ist immer Krieg. Ihr klingt wie mein Onkel Jedediah. Er war ein alter Griesgram. Ich muss euch sagen... Ein andermal, Gist. Also. Naja, das stimmt. Adewale ist ein guter Mann und wir wissen ja sogar, dass er ein sehr guter Mann war. Alles setzen und scharf zum... Wir haben ja Abenteuer mit Adewale nicht nur bei Black Flag erlebt, sondern auch halt... Wie schon gesagt, bei dem Download-Inhalt von Black Flag, Schrei nach Freiheit. Oh Mann, das ist dann natürlich immer ein bisschen bitter, wenn man plötzlich gegen seinen eigenen Charakter spielen muss. Das ist schon irritierend. So, diese eine Fregatte da hinten habe ich mal in Ruhe gelassen, genau wie diese jetzt hier. Wir brauchen dafür erstmal dringend wieder Mörsermunition und wir können mal einen Blick auf die Karte werfen, wo uns eigentlich die nächste Mission hinführt. Also das mit der, diese riesen Schiffsmission, das war jetzt schon mal ganz großes Kino, ganz klar. Es hat richtig Spaß gemacht. Hier gäbe es noch ein Vor da vorne. Und hier wäre ein legendäres Schiff. Alter Schwede, die tauchen jetzt auch auf. Die sind natürlich auch übertrieben krass. Aber ich glaube, die werde ich diesmal nicht alle schaffen. Sage ich direkt schon mal vorweg. Vielleicht mal später, ein paar Folgen, wenn ich wieder zurück bin aus den USA. Da können wir das mal probieren. Weil die legendären habe ich ja eigentlich immer gerne hochgenommen. Also eine Special-Folge vielleicht dann mal. Ich habe überlegt, ob ich jetzt den Yeti-DLC dann bald auch mal irgendwie zocke von Far Cry. Muss ich auch mal machen. Aber bin bisher einfach noch nicht dazu gekommen. Und bitte auch keinen Druck. Ich probiere das immer zu schaffen, wie ich es schaffe. So, jetzt aber mal ganz kurz. Wir könnten uns hier mal irgendwie aufrüsten, wenn wir eine Schnellreise hierhin machen würden. Und dann könnten wir uns mal wieder ordentlich Zeugs holen. Ich lasse den Ladezeit jetzt ganz kurz mal drin, weil ich mache die Schnellreise jetzt eigentlich hauptsächlich darum... Damit wir uns ganz easy jetzt noch mal ein bisschen ausrüsten können. Anker ahoi! Ein bisschen Munition gönnen und so weiter und so fort. Sieht aber geschlossen aus, der Laden da vorne, ne? Obwohl, nee, hat gerade wieder geöffnet. Sah nur so aus. Ups, da will ich gar nicht hin. Wir können noch mal gucken, ob wir jetzt... Wir haben ja noch ganz viel Metall bekommen. Damit dürfen wir uns ja auch noch was ergattern können. Was darf es denn heute sein? Ja, also wir können uns jetzt auf jeden Fall erstmal die Fracht verkaufen. Ah, da haben wir gar nichts zu verkaufen. Dachte, wir hätten noch irgendwie Tabak bekommen, aber haben wir gar nicht. Okay. Munition erstmal. Moment. Ich hole uns jetzt erstmal mehr Platz für den Mörser. Stauraum für Mörserkugeln. So. Das ist, glaube ich, wichtig. Brauchen nur Holz. Und das mussten wir mal machen. So, und jetzt könnten wir da noch den besseren Mörser holen, theoretisch. 160, 12.000, Schwere Kugeln, hervorragende schwere Kugeln wäre wahrscheinlich sinnvoller. Die brauchen wir nämlich auch oft. Die Rumpfpanzerung können wir auch machen und die brauchen wir nämlich auch oft. Oh, jetzt ist unser Schiff aber schon richtig taco, Leute, ey. So, und jetzt fehlt uns wieder an Metall und Geld leider auch. So, und jetzt holen wir uns davon noch Munition. Alle auffüllen, bitte. Jetzt haben wir 15 Mörsergeschosse dabei.
Hier kann man auch nochmal alles auffüllen, brennende Fässer, wobei man die auch schnell eigentlich lootet, zwischendurch. So, aber sicher, sicher. So ist unser Schiff jetzt richtig gut am Start. Und so können wir uns jetzt auch ordentlich in die Schlacht schlagen. Und jetzt auch eine richtig gute Panzerung. Ja, die wird schon größer, die Morrigan. Ganz klar. Boah, sieht schon krass aus jetzt, der Kahn. Das war eine richtige Sache. Ja, fand ich auch. Also mir war es eine Freude, mein Freund. Mir war es eine Freude beinahe. Wir können nochmal gerade hier Munition holen. Nicht da verstecken und noch nicht gegen die Wand laufen, sondern ein bisschen Munition ergattern. Ja. Da vorne gibt es nämlich welche. Und wenn wir jetzt hier rüberrennen und dann da lang uns hier mal gerade ausstatten. Na, das hat sich schon gelohnt. Und jetzt sind wir da wirklich richtig gut ausgerüstet. Das freut mich. Das freut mich doch sehr. Okay, dann stechen wir mal wieder in See. Wir müssen jetzt theoretisch eine Schnellreise machen aus dem Gebiet raus. Aber wisst ihr was in dieser Folge? Jetzt haben wir ja schon wieder diese große Schlacht der Hauptmission geschlagen. Und machen dann direkt in der nächsten Mission mit der Hauptmission weiter. Und dann preschen wir da auch ein bisschen durch. Aber diesmal noch ein bisschen hier auf Entdeckungskurs gehen. Wo könnten wir denn nochmal was hier übernehmen? Wir bräuchten noch ein bisschen Metall vielleicht. Können wir auch mal hinfahren, oder? Fahren wir da mal hin, komm. Oh, ein neues Ziel, was anderes. Oh, weitere Verbesserung. Boah, sieht jetzt schon richtig krass aus, die Morrigan. Ah, die schwarzen Segel, da scheiden sich wirklich die Geister, ne? Manche finden sie cool, andere sagen, die sind nicht so schön. Da kann man halt echt lange drüber reden. Vor uns wäre jetzt eigentlich ein schönes Opfer. Okay, rein da. Vollgas. Da haben wir schon gerammt. War nicht so viel. Ich hab die nicht getroffen wieder irgendwie. Boah, das sind jetzt die neuen schweren Kugeln. Alter Schwede. Okay, die haben jetzt keine Chance. Komm schon, schieß. Wir müssen erstmal nicht dagegen fahren. Das wäre auch schon mal die halbe Miete. So, jetzt verlangsamen wir den Kahn mal. Und jetzt wundern sie sich. Manövrierunfähig nenne ich das. Hey, du auch hier? So, alle untergehen lassen. Zack. Crew und Metall. Und ein bisschen Stein und schwere Kugeln haben wir auch noch zurückbekommen. Ah, haben wir Beute gemacht mal wieder. So klein zum Erfrischung. Zur Erfrischung einfach nur, um im Trend zu bleiben, wisst ihr? Wow. Ja, manche Kämpfe sind schon schwer zu schlagen. Also diese Schlacht gerade eben, boah. Das war schon geil inszeniert. Man kam sich so ein bisschen vor wie bei Fluch der Karibik, Master und Commander. Und daran soll es natürlich auch angelehnt sein, ganz klar. Filme, die wir alle kennen und mögen. Wobei Fluch der Karibik, wie seht ihr das? Ist das jetzt irgendwie Sellout? Soll es ja noch einen Teil geben und noch einen Teil und noch einen Teil vielleicht danach. Ist das schade? Sollte man so eine Reihe irgendwann beenden? Weil eigentlich soll es ja nur eine Trilogie werden, wenn ich da richtig liege. Sollen wir den auch noch mitnehmen, den Kahn? Ich meine, wir hätten da was am Start. Das war nicht schlecht. Das war schon extrem angriffslustiger Angriff. Der schießt ruhig. Wir haben so eine gute Panzerung mittlerweile. Das macht uns überhaupt nichts. Oh. Wenn wir ein bisschen Schaden machen. Ja, das war der vernichtende Schlag. Hä? Oder auch nicht? Dafür eine Zeitlupe? So, jetzt aber. Und die nehmen wir auch nochmal mit hier. Mit einem schönen Rammsporn-Attackchen. Vollgas und rein da. Ja, zeig mal dem mal, was der Eisbrecher kann. Runter auf den Grund. Runter auf den Grund. Metall, Stein und Kuh nehme ich natürlich mit, sofern es da noch was gibt. Einer hat überlebt. Die anderen wollten nicht. Sie hätten sich uns lieber angeschlossen. Es wäre gut gekommen. Okay, was haben wir denn jetzt genau hier eigentlich? Ein Versteck.
Schauen wir uns mal an. Die Ortschaft hier. Oh. War aber schwungvoller Abriss. Das sieht aber nicht mehr so frisch aus, alles hier. Voll der versunkene Ort. Mir hat auch jemand in die Kommentare geschrieben, also das kleine Easter Egg, wenn ihr das Spiel selber habt, könnt ihr es auch mal probieren. Vielleicht kriege ich das aber auch mit einem Let's Play hin. Dass man, mal nach Sleepy Hollow gehen soll bei Nacht. Das soll sehr interessant sein. Da soll man nämlich irgendwie was finden und man soll dabei nicht den Kopf verlieren. Weiß natürlich jeder, was gemeint ist. Wir waren ja schon in Sleepy Hollow, allerdings nicht bei Nacht. Okay. Einmal nach ganz oben, bitte. Boah, ist ein ziemlich cooler Aussichtspunkt. So in so einem alten Schiffswrack. Irgendwie erinnert das gerade so ein bisschen an Waterworld. So diese Endzeitwelt, wo die Erde überflutet ist. Nicht schlecht, Herr Specht. Geil, da drinnen gibt es noch einen Bauplan. Ja, auch noch ein paar Schatztruhen halt auch, aber auch noch ein Tier, was wir eliminieren könnten. Okay, was haben wir hier drin? Ich sehe da gar nichts. Wo soll der denn sein, bitteschön? Irgendwo dahinter? Ah, habe ich mir einen abgesucht, ohne Scheiß. Da ist der Bauplan. Super, den nehmen wir natürlich mit. Alter, was für eine Nummer, ey. Ganz ehrlich, das war ja was. So, jetzt legen wir uns noch mit dem Vieh an. Da habe ich mal einen kleinen Schnitt gesetzt, weil ich ja fünfmal dran vorbeigelaufen bin. Das will ja keiner sehen. So, und vorne gibt es angeblich noch ein Vieh, aber hier gibt es auch noch eine tiefe Höhle, die wir auch noch erkunden können. Hier liegen Leichen, noch ein Nöcher und eine Schatztruhe irgendwie oben. Das sieht schon krass aus. Okay, was haben wir da? Schön. Wäre unser, sonst ist hier nicht mehr viel. Aber ich finde es schon cool gemacht, also auch die detaillierten Szenen hier nochmal in diesen nördlichen Regionen. Oh, muss mich ein bisschen beeilen. Einmal hier hoch. Ich war gerade so voll am Planschen. Dachte, jetzt machst du mal gemütlich. Schaust dir nochmal das Gebiet ein bisschen an. Dann wirst du direkt erfroren. Also so viel zu den nördlichen Gebieten. Hier in die Kiste können wir uns auch noch mitnehmen. Da ist noch ein weiteres Geheimnis. Und hier ist aber vor allem irgendeine Kreatur. Die wir natürlich eigentlich gerne jagen würden. Und es ist... Boah, das war gefährlich. Das war richtig gefährlich, der Lux. Oh, scheiße. Boah, wie schnell ist der? Oh, fuck, Alter. Der kratzt mir das ganze Gesicht kaputt. Mal gucken, ob der auch darauf reagiert. Oh mein Gott. Den kriege ich doch nie platt. Schlafgranate, das funktioniert. Das muss funktionieren. Geile Idee. So geht's natürlich auch. Hey, Lux. Der steht doch jetzt nicht etwa wieder auf. Hallo, jetzt kann ich ihn nicht umhauen? Hä? Damit hat keiner gerechnet. Aber es sieht cool aus, das Bild. So ein Foto kann man auch nicht alle Tage machen. Yeah, Mann. Das ist mein Freund, der Lux. Ich habe ihn gezähmt. Der Lux-Zähmer. Das ist natürlich noch viel cooler, als den zu plätten. Das muss man erstmal schaffen, ne? Sarazar, der Lux-Zähmer. Ja, sehr cool. Auf jeden Fall. Mein neuer Lux. Hans Lux in die Kuft. Okay, vielleicht respawnt er jetzt.
Und dann können wir das nochmal probieren. Tut er leider nicht. Also er will jetzt, ist uns scheinbar wohlgesonnen. Gucken, ob da nochmal was geht, wenn ich jetzt hier so ein Splittergranätchen auf ihn drauf klatsche. Dann ist er down. Jetzt kann ich ihn hoffentlich häuten. Sehr schön. Aber ich habe den Luchs gezähmt. Ihr habt es gesehen? Mit meinen Schlafbomben. Ja. Fälle eines kanadischen Luchses. So, und jetzt könnten wir theoretisch auch noch mal was anderes machen. Na, drücke ich mich natürlich wieder falsch. Natürlich, was denn auch sonst. Hier will ich natürlich hin. Hier wollen wir auf die Shave-Verbesserung gehen. Und, was mache ich hier eigentlich? Anfertigung will ich doch rein. So, jetzt können wir mal ganz kurz gucken. Für den Luchs. Kanadische Luchses Polarfuchspelz brauchen wir. Oh, ey, was wir hier alles brauchen. Also, wir haben viel zu wenig. Schlafgranaten, Biberfell. Also irgendwie eine Sache braucht da, also da habe ich wirklich ganz, ganz wenig erspielt. Da muss man auch viel jagen und das kostet natürlich auch sehr viel Zeit. Schade. Ich dachte, wir könnten uns jetzt für so ein Luchsfell noch irgendwas anderes Tolles kaufen, aber nein, es bleibt uns verwehrt. Wenigstens haben wir es jetzt. Und wenigstens haben wir auch mal den Luchs gezähmt. Oh, da, was war denn da wieder? Mann. Manchmal, aber nur manchmal. Ist Assassin's Creed wirklich ein wenig verbuggt. Gut, dass wir das festgestellt haben. Wir sehen uns wieder in Kürze. Ja. Bis dahin. Juhu. Ja, das war's für diese Folge vom Luchszähmer Sarazar hier bei Let's Play Assassin's Creed. Oh Mann, was das wieder für ein Abenteuer war. Aber ein cooler Ort auf jeden Fall, wo wir noch viel entdeckt haben. Da oben gibt's auch noch irgendwie ein Maya-Geheimnis, aber ganz ehrlich, oder ein Ureinwohner, alte Zivilisation-Geheimnis, viel mehr. Maya sind ja ganz woanders. Das wäre ja falsch, aber in der nächsten Folge machen wir mit der Hauptmission weiter. So viel ist mal sicher. Wir sehen uns. Bis dann.